Zukunftsforum ländlicher Raum. Wie es gehen kann und gehen soll, beweist uns ein Vorzeigeunternehmen, das von Graz in die Oststeiermark gesiedelt ist. Wenn man täglich die Zeitungen aufschlagen und in den Medien hört, Riesenproblem, was also Verkehrsbelastung, Mobilität und so weiter betrifft. Und ich habe mir da vor kurzem einige Zahlen angeschaut und ich war ganz erstaunt, dass viele ländliche Gemeinden ähnlich strukturiert sind. 50-60% der Bewohner pendeln aus und ähnlich gleich viel pendeln dann wieder zurück herein. Und wir haben da gesagt, eben 1997, als wir umgesiedelt sind, wir bringen die Arbeit zum Menschen und nicht den Menschen zur Arbeit. Eine durchdachte Logistik und Organisation sind Voraussetzungen für den Erfolg des Zukunftsforums. Ja, wir haben von unseren insgesamt 13 Arbeitsgruppen, die wir geplant haben, mittlerweile gut die Hälfte abgewickelt. Und es ist sehr beeindruckend zu sehen, welche Dynamik entsteht in diesem Projekt Zukunftsforum starker ländlicher Raum. Von Gruppe zu Gruppe werden es mehr Leute, die an der gleichen Idee arbeiten, die am gleichen Ziel arbeiten, nämlich Strategien und Lösungen für den ländlichen Raum zu entwickeln. Zwei Arbeitsgruppen waren diesmal gefordert, Zukunftsperspektiven zu schaffen. Eine davon war die Jugend. Ich glaube, die Themen, die die Jugend einbringt, ist im Wesentlichen so, dass man sagt, okay, welche Rahmenbedingungen muss die Politik haben wir heute schon gestalten für die nächsten 20 Jahre, dass es hier wirklich auch Arbeitsplätze und so weiter, Infrastruktur im ländlichen Raum gibt, dass man sagen kann, okay, die Jugend kann im ländlichen Raum bleiben, die kann dort wohnen bleiben und sich dort leben. Und dann geht es aber weiter, wenn man den Bogen weiterspannt, in dem Bereich, wo man sagt, okay, man muss etwas machen, dass die Jugend im ländlichen Raum bleiben will. Es wird immer deutlicher, wie wichtig Bildung und Fortbildung für ein Leben im ländlichen Raum in Zukunft sein werden. Die Menschen sind sehr bildungshungrig, man muss sie natürlich aber auch, das Angebot muss auch stimmen. Und das ist ein Punkt, der uns bewegt hier in unserer Diskussion. Wir wollen herausfinden auch von Experten und Praktikern im Rahmen dieser Diskussionsabende, welche Angebote gibt es, kommen sie denn zu den Kunden, können wir sie weiterentwickeln, welche Projekte und Netzwerke können wir weiter daraus entwickeln. Bildung, Fortbildung für die Zukunft. Aber wo drückt der Schuh? Ich glaube, dass es nicht darum geht, nachzuholen, sondern den Menschen im ländlichen Raum grundsätzlich die gleichen Bildungschancen zu geben, als wie im städtischen Raum. In der Realität schaut das so aus, dass sie im Umland von Graz im Schnitt zwischen 5.000 und 8.000 verschiedene Weiterbildungsangebote für Erwachsene haben. Wenn sie in den Bezirk Liezen gehen oder im Bezirk Mura, wird es einfach sehr dünn. Bis Mitte Juni werden die erfolgversprechenden Ergebnisse dieser Reihe präsentiert. Und es gilt das Motto: Start klar für die Zukunft.